Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zur Botschaft für die Woche vom 13. bis 19.3. Ich ziehe jetzt schon mal eine Hauptenergie für die Woche aus dem Weisheitskarten für Lebensentscheidungen Deck. Und da haben wir die Karte Glücklich. Auf die Karte gehe ich gleich näher ein, sage jetzt aber erstmal was zur Legung und zuallererst sage ich was zur Infobox. In der Infobox findest du den Link zu den Kanalmitgliedschaften. Die Kanalmitgliedschaften gibt es seit Anfang März. Ich habe mir ein mehrstufiges Modell überlegt. Würde mich sehr freuen, wenn du mal reinschaust und guckst, ob das ein oder andere, die ein oder andere Stufe eventuell etwas für dich ist. Gerade für diejenigen unter euch, die doch das ein oder andere Extended buchen, könnten durch eine Kanalmitgliedschaft etwas an Geld sparen und bekommen dann auch noch etwas zusätzlich, aber da kannst du einfach mal schauen. Ich habe da ein Video drin und die Stufen aber auch einmal so in Schriftform erklärt. Genau, das haben wir da. Dann ist in der Infobox noch mein PayPal-Me-Spendenlink und der Link zu den privaten Legungen. So, jetzt haben wir hier die Hauptenergie, auf die ich gleich eingehe. Wenn ich auf die Hauptenergie eingegangen bin und reingespürt habe, was uns damit so gesagt werden soll, ziehe ich drei Tarotkarten in der oberen Reihe für eine Entwicklung aus der Vergangenheit, auf der die potenziell mögliche Entwicklung dieser Woche, die ich in der unteren Reihe lege, beruht. So, und dann würde ich sagen, starten wir mal. Du nimmst gut Kontakt zu dir auf, dass du spüren kannst, ob das Ganze hier deins ist oder eben auch nicht. Und ich lasse mich mal in die Energie dieser Karte reinfallen. Glücklich ist klar, von der Grundbedeutung her ist man glücklich, aber spannend ist ja, was spürt man so dahinter, was die Dynamik, die jetzt in dieser Woche sich quasi zeigen will. Also, fühlt sich so an, wie ich habe mein Glück verstanden. Ich habe verstanden, dass mein Glück dieses ist und dass es nicht das oder das ist. Das hier ist mein Glück. Ich brauche nicht mehr suchen, ich brauche nicht mehr an 1000 Stellen versuchen, mein Glück zu finden, sondern ich habe jetzt für mich verstanden und da bin ich auch sehr berührt von, was mich glücklich macht. Das spüre ich als Hauptenergie, als Grunddynamik für die kommende Woche. Das ist schon mal eine sehr schöne, finde ich, Grunddynamik. Und jetzt gucken wir mal in das Tarot. Ich ziehe erstmal die obere Reihe, die Entwicklung aus der Vergangenheit. Ich lege komplett mit dem Tarot aus und komme danach, sage erstmal nur was zu den Grundbedeutungen der Karten und komme danach in die Deutung. Der Ritter der Münzen als jemand, der stetig seinen Weg geht und seinen Weg auch in seinen Moralvorstellungen, in seinen Wertvorstellungen, andere Sachen auch mit einbezieht, aber eben das alles schon mit sich verbindet und immer quasi in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, das gefällt mir, was ich da sehe, das habe ich richtig gemacht, ich habe zu mir gestanden. Das ist so ungefähr der König der Münzen, Ritter der Münzen. Jetzt kommen wir zum König der Stäbe, kann für eine männliche Energie stehen, kann Teilaspekt einer weiblichen Energie sein. Der König der Stäbe ist jemand, der ziemlich stark in seiner inneren Mitte steht, auch körperlich gesehen, wenn man mal reinspürt, körperlich, emotional, um das so zu sagen. In seiner Mitte, in seiner Kraft, in seiner Stärke steht, viel aus den eigenen Impulsen rausholt. Genau. Und dann haben wir als letzte Karte in der oberen Reihe die zwei der Stäbe. Zwei der Stäbe stehen dafür, dass man ja quasi zwei Möglichkeiten im Leben hat und noch ein bisschen schaut, ja, welche es dann letztendlich wird, wie man das Ganze miteinander verbindet und noch mehr. Da werden wir dann aber reinspüren. Die untere Reihe, die potenziell mögliche Entwicklung. Hier haben wir einmal die Sonne. Die Sonne für den Durchbruch, für den Erfolg.
Dann haben wir die 6 der Kelche, klassische Seelenpartnerkarte. Steht auf jeden Fall immer irgendwie ein Vergangenheitsbezug, also so gut wie immer. Und kann auch mal für eine Entwicklung stehen, für eine Weiterentwicklung, für ein Reifen. Also, ne, ihr merkt und ihr wisst es auch schon, Tarotkarten können viele Bedeutungen haben. Da muss man immer schauen. Also viele, viele Bedeutungen einer Grundbedeutung quasi zufolge. Und als nächstes haben wir den Buben der Kelche. Der Bube der Kelche steht für quasi freischwingende Gefühle, freie Gefühle. Kann aber auch für ein emotionales Angebot stehen. So, jetzt haben wir hier einmal die Kärtchen liegen und dann wollen wir mal anfangen. Erstmal der Ritter der Münzen in der oberen Reihe. Ich muss mich mal reinspüren. Ich folge dem, was richtig für mich ist, ist der Satz, der mir dazu kommt. Ich bin immer dem gefolgt, was richtig für mich ist. Und auch wenn ich nicht immer klar gucken konnte oder Dinge auch nicht immer klar gesehen habe, gab es etwas, was mir wie den Weg geleuchtet hat. Meine innere Stimme, meine innere Intuition, irgendwie sowas. Ich ziehe nochmal zwei Lenormand-Karten dazu. Hier haben wir einmal die männliche Energie. Ich spüre gleich mal rein, ob das deine ist oder ob das die von jemand anders ist. Und dann haben wir den Anker. Der Anker für das entweder sich angekettet fühlen, das kann mal sein, in Verwicklungen, in Verstrickungen drin sein, das Gefühl zu haben, nicht weiterzukommen, obwohl man möchte, kann aber auch für den Anker an der richtigen Stelle setzen stehen oder auch mal was Berufliches. Ich habe das Gefühl, es ist die Energie von jemand anderem. Von dem du immer wusstest, dass du da richtig aufgehoben bist. Wir können hier, es schreit fast nach einer Partnerschaftsgeschichte, nach einer Liebesgeschichte, Seelenpartnerverbindung, dieses Gefühl, bei dem anderen richtig zu sein. Und dieses Gefühl hat dich immer durchgetragen. Mach dich jetzt aber von Geschlechterrollen, die hier liegen, irgendwie nicht so unbedingt abhängig. Hier liegt jetzt, du kannst auch als Mann zugucken und das jetzt ist jetzt eine Frau quasi, ne? Die da liegt. Wir haben alle einen männlichen und einen weiblichen Energieanteil in uns. Von daher ist es sowieso nicht immer so ganz einfach, die Karten von den Geschlechtern her so zu nehmen, wie sie dann auch liegen. Und ja, für dich einfach nur wichtig, resonierst du überhaupt mit dem Ganzen? Das ist primär, sekundär, welche Geschlechterkarten hier liegen. Also auf jeden Fall war das für dich immer klar, hier gab es eine Orientierung an dieser Person. Und das hast du intuitiv gespürt, dass das das Richtige ist. Das ist das Licht, was ich hier das Gefühl hatte, was dir den Weg geleuchtet hat. So, jetzt kommen wir zum König der Stäbe. Da muss ich auch einmal reinspüren, für wen das Ganze liegt. Ich habe das Gefühl, dass es auch wieder die Energie des anderen eben ist. Ob das kann auch ein Freund, ein Arbeitskollege. Also guck mal, welcher Lebensbereich das für dich ist. Aber ich nehme ja auch wieder die Energie des anderen wahr, an der du wachsen musstest. An der du wachsen musstest, weil der eben so in dem, wie er ist oder fühlt,
gestanden hat. Dass du irgendwie an dieser Person lang deine Prozesse gegangen bist. Hier ist niemand, der dich böse anguckt, aber der dich mit einem festen Standing anguckt. Ja. Ja. Kommen gleich zwei Karten. Hier haben wir schon die Routen für Auseinandersetzung, für Prozesse und den Baum für die Heilung. Ne, an diesem Menschen bist du gewachsen. Das liegt hier. An diesem Menschen hast du deine Prozesse gemacht. Die zwei der Stäbe. Und irgendwie standst du doch zwischen mehreren Optionen. Irgendwie standst du doch zwischen mehreren Optionen. Da war es, das ist, eigentlich gibt es die Option. Aber ich habe das Gefühl, ganz innerlich sortiert warst du noch nicht. Und ich habe ja hier gesagt, es fühlt sich so an, als würde man das endlich begreifen, was einen wirklich glücklich macht. Würde man begreifen, dass es eben nicht unterschiedliche Optionen gibt, sondern dass es wirklich nur die eine Option gibt. Und hier fühlt sich das noch so an, ganz entschieden bin ich noch nicht. Ich spüre das alles, das ist auch total, total wichtig in meinem Leben. Aber es ist wie, als ob dein ganzes System da noch nicht zugestimmt hätte. So. Ich ziehe zu den zwei der Stäben auch nochmal zwei Karten. Hier haben wir die Vögel mit Spannung, mit Hektik und die Fische für, kann auch mal eine klassische Seelenpartnerkarte sein, steht aber auch einfach für Gefühle. Also es kann ein anderer Mensch richtig mit einbezogen sein, kann aber auch einfach für Gefühle stehen. Steht für mich für Spannungen in deinem Gefühlsleben. So fühlt sich das einfach an. Da war, irgendwie warst du völlig ausgerichtet und irgendwie auch nicht. Ein Teil von dir war völlig ausgerichtet und ein anderer Teil hat wie noch irgendwie, also ich gucke nochmal da hinten hin, vielleicht wird es ja auch da hinten gut. Wobei du eigentlich merkst, nee, da hinten, also eigentlich ist das, was ich hier so habe, ist das schon gut. Aber irgendwie gab es in dir Zweifel, die gesagt haben, guck doch nochmal nach da hinten, vielleicht ist ja auch da hinten gut. Und das ist die Entwicklung in der Vergangenheit. So, und jetzt kommen wir zu der potenziell möglichen Entwicklung in dieser Woche. Mit der Sonne haben wir den Durchbruch, den Erfolg. Ich nehme da eine ganz große Herzensklarheit wahr in dir. Ich nehme ein sehr angenehmes in sich reinfallen war, ein nicht im Außen irgendwas suchen, sondern ein in sich finden, in sich spüren. Und ich habe ja gesagt, hier fühlt sich das auch so an, oder habe ich das eben gesagt, es fühlt sich so normal an. Normales Glück, was aber total groß ist, was nicht langweilig normal ist, was einfach ganz toll und ganz groß ist. Aber eben nicht irgendein Mega-Hype, irgendwie das Gefühl, bald süchtig nach irgendwem anders zu sein oder wie auch immer, sondern also ganz entspannt. Und hier fühlt sich das auch so an. Ich ziehe nochmal zwei Karten zur Sonne. Das wird mit der Sonne geklärt. Auch der Durchbruch, der Erfolg. Und dann haben wir hier den Berg für die Hindernisse, alles, was noch im Weg steht, im Weg stand, jedenfalls in dem Aspekt. Du bestehst ja aus vielen Aspekten. Hier haben wir einen von dir liegen. In dem Aspekt werden lösen sich die Blockaden auf.
ne, da alles, was dich irgendwie gehindert, gestört hat, von dir selbst abgehalten hat, das kommt in den Durchbruch, da kommt, beziehungsweise kommt das in, wird es quasi eingerissen, wird es, löst sich das in dir auf, was auch immer das letztendlich ist. Hier geht es nur darum, dass das letztendlich irgendwann nicht mehr da ist. Die 6 der Kelche. Haben wir auf jeden Fall auch wieder diese ganz klaren, ganz authentischen, ich sag's mal so, unschuldigen Gefühle. Ich ziehe mal 2 Karten dazu. Hier haben wir die weibliche Energie und das Buch. Die weibliche Energie dürfte deine sein, aber ich spüre trotzdem noch mal rein. Das Buch für etwas Verborgenes oder ein neues Kapitel, was sich öffnen möchte, ein neues Lebenskapitel oder ein altes, was geschlossen wird. Nein, das ist deins. Du gibst deinen Gefühlen Raum. Du gibst deinen Gefühlen Raum. Du kommst für dich total in die Klarheit. Und diese Person ist ja schon lange in deinem Leben und du hast dich an dieser Person gerieben, du hast da deine Prozesse dran gemacht, du hast dich an der Person ausgerichtet und es gab aber immer noch irgendwie eine Art emotionale Spannung, ein immer noch vielleicht auch noch mal woanders hingucken, weil irgendwas noch nicht ganz präsent war. Und hier geht es darum, euch und deinen Gefühlen dieser Person gegenüber Raum zu geben, das als voll und ganz in deinem Leben wahrzunehmen, es auch wahrzunehmen, dass du gar nichts anderes brauchst, dass du gar nicht woanders hingehen musst, sondern dass es diese Person ist. Diese Person, mit der sich bei dir ein neues Kapitel öffnet. Ja? Und hier habe ich das Gefühl, dass man entweder ein emotionales Angebot machen kann, dem anderen gegenüber, oder auch auf ein emotionales Angebot eingehen kann. Dass man offen dafür ist. Dass man offen dafür ist. Es hat irgendwas mit einem sich emotional aufeinander zu bewegen zu tun. Hier haben wir den Brief für die Kommunikation. Auch das kann auch bedeuten, dass einem selbst Dinge offenbar werden, Dinge in sich selbst offensichtlich werden oder dass man etwas nach außen bringt, was man im Innen so trägt. Und dann haben wir hier die Blumen für inneres Erblühen, einen gesunden Selbstwert, alles Schöne. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie um ein Aufeinanderzugehen geht. Wofür man offen ist. Ja, das lasse ich jetzt auch so. Weil das einfach das ist, was da liegt, was auch immer sich daraus entwickelt. Ich bin gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Aber genau, mehr liegt da jetzt erstmal nicht. Aber wir können ja mal gespannt sein, ob die Botschaft von nächster Woche sich quasi hier anreiht und eine Weiterentwicklung darstellt. Kann sein, muss aber nicht sein. Kann auch was ganz anderes sein. Eine Karte aus dem Messages from Your Animal Spirit Guides Oracle Cards. Die Karte Walrus. Remain vigilant about the current situation. Pay attention to signs and omens and let them dictate your choices. Also sei aufmerksam, guck dir die Situation jetzt genau an. Lass sie auch zu, blockiere hier nicht. Und das, was sich dir jetzt in der realen Welt, die du fassen kannst, zeigt,
das beziehe auch mit in deine Entscheidung ein oder in dein Leben ein. Etwas frei formuliert, aber so wie ich das wahrnehme. Und genau, dann würde ich jetzt sagen, freue mich sehr, dass du da warst. Hoffe, dass ich dir etwas helfen konnte. Wenn dir das Ganze gefallen und vielleicht sogar auch geholfen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben und wenn du noch nicht hast, auch ein Abo da. Das unterstützt den Kanal immer sehr. Und dann würde ich sagen, bis hoffentlich bald.